Nach einer gefühlten Ewigkeit ist das Möbel jetzt fertig geworden. Es ist länger gegangen, unter anderem, weil ich einfach ein anderes Projekt am Laufen habe, wie das eine Salz und Kirsch, wo ich in die Läden gehe und die vorstelle. Und zum anderen, weil Kirschlasur gibt es irgendwie nicht. Also haben wir da Alternativen müssen suchen und das hat auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und zudem ist es natürlich ein altes Möbel und das altes Möbel birgt immer wieder Überraschungen. Also immer wieder hat es Sprissen gelöst und so, wo man wieder leimen musste. Dann musste ich das wieder trocknen lassen, dann wieder schleifen. Und beim Schleifen ist der nächste gekommen. Und so ist es halt ein bisschen länger gegangen, aber schlussendlich habe ich es geschafft. Das ist ein Auftrag von einer lieben Freundin, die haben im Rattelen einen Bioladen oder einen Hofladen mit regionalen Produkten. Das ist der Bilsener Hof, wie gesagt im Rattelen sehr zu empfehlen, also geht mal vorbei. Und das wird jetzt die Woche abgeholt und wird dort sein neues Plätzchen finden. Ich hoffe, sie haben Freude daran. Mir hat es auf jeden Fall grosse Freude gemacht, das Möbel dürfen zu restaurieren. Und ich hoffe, es flattern noch andere Möbel mir ins Haus, die ich restaurieren darf. Also, wenn ihr jemand wisst oder selber ein Möbel habt oder Tipps wollt und, dürft ihr mich also sehr gerne kontaktieren. Oder wenn ihr natürlich auch jemanden kennt, der einen Gastbetrieb hat, einen Bioladen hat, ein Handwerk macht und, wo es jetzt einfach gerade im Moment ein bisschen schwierig ist. Wie gesagt, da gehe ich vorbei, mache ein Video und damit wir einfach miteinander die schwierige Zeit durchstehen und da finde ich, da können wir miteinander uns gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig helfen. Und das ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt und das ich sehr gerne mache. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Das ist das fertige Möbel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast vielleicht etwas mitnehmen können. Und dann würde ich sagen, bleib kreativ und umarm deine Liebsten. Und ich freue mich, wenn ich dich nächstes Mal wieder begrüßen darf. Tschüss, hab's gut, bleib gesund und hab Sorge. Tschüss.